Hallo Fans von Pixelzeit. Heute geht es um die neue Funktion Spectrophotometric Color Calibration oder kurz gesagt SPCC. Damit die Farbkalibrierung funktioniert, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, der Gaia-Katalog muss lokal vorhanden sein und zweitens, das Bild benötigt Koordinaten. Auf geht's zum Punkt Nummer 1. Zuerst müsst ihr den Gaia-Katalog herunterladen. Dazu geht ihr einfach auf pixelzeit.com, dann auf Software und loggt euch dort ein. Da seht ihr dann zwei Gaia-Sets. Für den normalen Gebrauch reicht das Sportset aus. Wenn ihr es etwas umfangreicher mögt, dann könnt ihr euch die 60 GB von dem kompletten Set herunterladen. Die Kataloge legt ihr am besten in ein Verzeichnis außerhalb von Pixelzeit ab, da bei einer Neuinstallation von Pix dann die Datenbank gelöscht wird. Nun müssen noch die Katalogdateien in Pixelzeit geladen werden. Dazu geht ihr unter Prozess Global Gaia. Dann unten rechts auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Dann auf Select. Und dann wählt ihr die gewünschten Kataloge aus. Klickt auf OK. Und dann hier auf das Kreissymbol. Somit steht jetzt Pix, der Gaia-Katalog, zur Verfügung und der erste Punkt ist erledigt. Punkt Nummer 2, Koordinaten im Bild. Um das Bild mit Koordinaten zu versehen, geht ihr einfach unter Skript, Image Analyse, Image Solver. Als erstes sucht ihr euch das Objekt, was ihr fotografiert habt. In meinem Fall ist es der IC405. Dann noch das Aufnahmedatum eingeben. Dann die Brennweite vom Teleskop und die Pixelgröße vom Kamerasensor eingeben. Der Rest kann so bleiben. Nach dem erfolgreichen Blade-Surfing sind die Koordinaten im Bild hinterlegt. Wenn ihr jetzt mit dem Mauszeiger im Bild seid und die linke Maustaste gedrückt haltet, seht ihr die Alpha- und Delta-Werte im Bild. Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen sind, kann es an die Farbkalibrierung gehen. Dazu geht ihr unter Prozess, All Processes, Spectrophotometric Color Calibration. Die Weißreferenz kann auf der Spiralgalaxie bleiben. Je nach Sensor, der Kamera und Filter, die ihr verwendet habt, könnt ihr hier die Auswahl einstellen. Für meine Kamera, eine QHY8L, lasse ich die Quanteneffizienzkurve auf Ideal. Dann habe ich mir in Kleinarbeit die Filterkurven für meinen Sensor ICX413 Akku zusammengestellt. Link dazu für die Filterkurven findet ihr in der Videobeschreibung. Zur besseren Kalibrierung ist es sinnvoll, eine Hintergrundreferenz anzugeben. Dazu zieht ihr euch eine kleine Preview auf, wo kein Nebel oder Objekte sind. Dann könnt ihr den Tab von der Preview einfach auf das Häkchen ziehen. Und dann einfach die Funktion auf das Bild anwenden. Jetzt sieht das Bild in der Ansicht etwas komisch aus. Um eine bessere Ansicht wiederzubekommen, klickt ihr hier einfach auf das Kettensymbol bei der STF
und dann noch ein Klick auf das Radioaktiv-Symbol. Ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Für mehr Informationen über die SPCC findet ihr bei Edenblog. Link dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.